Grüße dich, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und hier in diesem Video geht es um das Thema deine ersten 250.000 Umsatz als neu gegründete GmbH, wenn du Softwareentwickler, Webentwickler, IT-Berater, Dienstleister, ja, Agenturinhaber, ja, GmbH-Inhaber bist, Neugründer, IT-Gründer, ja, dann bist du hier genau richtig. Und nur kurz nebenbei bemerkt, die meisten meiner YouTube-Zuschauer befinden sich irgendwo in den Dreh rum, dass sie entweder noch angestellt sind, sich gerade selbstständig machen, schon selbstständig sind schon eine Zeit lang und oder freelancen bzw. Vollzeit-freelancen, auch noch vom Vermittlern abhängig sind oder teilweise auch schon direkte Kunden haben, aber da eben nur ein, zwei, drei Kunden und hier nicht wirklich einen Neukundengewinnungsprozess etabliert haben im Unternehmen oder vielleicht auch noch gar keine Idee haben, wie sie sich überhaupt im Unternehmen so positionieren und platzieren sollen, dass der Neukundengewinnungsprozess überhaupt Sinn ergibt, dass man überhaupt Geld reingibt sozusagen. Ja, also erstmal die Schritte davor, bevor man überhaupt sozusagen die erste Euro reinschmeißt, ja, in den Neukundengewinnungsprozess beziehungsweise Neukundengewinnungsaktivitäten. Ja. Und hierzu mal eine ganz, ganz wichtige Sache, die viele, natürlich, es ist ja auch völlig logisch, dass du jetzt, sagen wir mal, an einem dieser Punkte, genannten Punkte bist und einfach völlig schwimmst. Ja? Du bist ein guter Entwickler und könntest theoretisch alles entwickeln. Und das ist letztendlich, gerade weil du so gut bist und so flexibel, ja, ist es genau da, liegt die Krux, ja, dass es eben für dich umso schwieriger ist, dich jetzt halt zu positionieren. Du musst dich aber dazu zwingen, du kannst dir auch gerne bei uns Hilfe holen, hier gerne auch ein kostenloses Erstgespräch buchen, völlig gratis, immer noch direkt mit mir in den allermeisten Fällen. Halbe Stunde nehmen wir uns Zeit, auch gerne eine Dreiviertelstunde. Ja. Wenn wir merken, es passt sowieso zusammen, dann kann ich auch gerne den Call ein bisschen ausdehnen für dich. Dass wir einfach mal rausfinden, okay, wo könnten wir denn das jetzt ganz jetzt eingrenzen? Denn das Allerwichtigste, über das du dir zuerst Gedanken machen musst, ist, ja, es ist tatsächlich so, deine Positionierung. Im Markt, ja, und damit einhergehen, ja, deine Speerspitze, ja, das heißt, du kannst es jetzt gerne vergleichen mit der Jagd, ja, mal angenommen, du bist draußen, ja, so vor Zehntausenden von Jahren sind die Männer rausgegangen, haben irgendwelches Wild gejagt, ne, und diejenigen, die quasi, unser Leben war quasi ganz anders wie heute, ja. Also letztendlich, wir mussten raus, jagen und der nichts gejagt hat, der ist verhungert, seine Familie ist verhungert, hat nicht überlebt und die sind dann nicht übrig geblieben, sondern nur die Starken, ja. Und das ist der Grund, warum wir heute, also die heute alle auf der Welt sind, sind letztendlich die Nachfahren der Überlebenden, die letztendlich eine Speerspitze hatten, die so spitz war, dass wenn sie die Lanze geworfen haben, auch tatsächlich das Tier getroffen haben, erlegt und dann konnten sie es essen und konnten damit dadurch überleben. Und genauso ähnlich ist es da auch. Ja? Wenn du eine stumpfe Spitze hast, ja, dann kannst du so gut zielen und werfen und machen und tun und dir einen Arm ausreißen, dir einen Hax ausreißen, ja? Dann wirst du einfach viel, viel weniger Wild erlegen und viel, viel weniger zu fressen haben, ja? Also zu essen haben. Ja? Und dann sind deine Überlebenschancen eben auch als Business oder Neugründung umso geringer. Das heißt, desto spitzer deine Lanze ist, ja, desto leichter machst du es dir letztendlich. Ja, klar kannst du auch mit einer stumpferen Spitze, ja, überleben und Wild erlegen und so weiter, aber mit einer spitzeren Spitze hast du einfach einen Wettbewerbsvorteil gegenüber alle anderen in deiner Gruppe, ja, sozusagen Mitbewerber in dem Fall, die einfach mit einer stumpferen Spitze jagen. Ja, das heißt, deine Erlegungsquote, deine Conversion-Rate sozusagen von Gespräch zu Neukunde, von Interessent zu Gespräch und mehr, vielleicht viel mehr KPIs am Anfang wirst du noch nicht haben, würde ich dir auch nicht raten, ist einfach sehr viel höher, wenn du eine spitze Speerspitze hast, ja, ganz, ganz spitz, ja, ganz, ganz spitz. Und das kann zum Beispiel jetzt mal im Klartext sein, du kommst irgendwo aus dem bayerischen, münchnerischen Raum, ja, viele meiner Zuschauer hier sind aus München und Umgebung, Bayern, häufig auch Baden-Württemberg. Und kannst sagen, okay, ich positioniere mich für alle B2B, also für, sagen wir mal, für alle
für das ganze Großhandelsgewerbe, die jetzt dabei sind, B2B-Kundenportale zu erstellen, damit ihre Kunden letztendlich auch gewisse Prozesse anstoßen können, 24/7, und dort eben auch zu digitalisieren, rationalisieren, dass letztendlich die Unternehmen viel weniger Mitarbeiter, viel mehr Kunden Bestellungen entgegennehmen können, und das Ganze halt im B2B, da ist noch ein sehr großer Nachholbedarf nach wie vor. Dann grenzt sich das Ganze weiter ein, okay, das soll ein Unternehmen sein von Minimum 100 Millionen Euro Umsatz bis maximal 300 Millionen Euro Umsatz, weil diese Unternehmen einfach so, sagen wir mal, so mittelständische Unternehmen sind, Inhaber geführt etc. etc., die auch nochmal ganz anders ticken wie Unternehmen, die schon 3, 4, 5 Mal größer sind. Ja? Also wieder auch die Strukturen sind anders. Ja? Die dadurch bedingte Akquiseprozesse sind ein bisschen vereinfacht und so weiter. Dann schränke ich das Ganze weiter ein. Ja? Die Unternehmen sollen nur im Großraum München oder nur in Bayern sein oder nur in Baden-Württemberg. Dann schränke ich das da nochmal genau ein. Dann schränke ich das nochmal ein, indem ich sage, okay, von denen, ich kann es sozusagen nochmal durchchecken von gewissen Plattformen, ja, da kann ich nochmal checken, okay, welchen geht es von den Unternehmen, die ich jetzt da in der Liste zusammengestampft habe, geht es denn finanziell relativ gut, ja, also das kann ich dann auch nochmal checken, je nachdem, wie viel ich halt Zeit und Recherche investieren will. Also ich kann das wirklich so runterdampfen, ja, dann kann ich nochmal checken, okay, wer sind die ganzen Ansprechpartner? Wer von diesen Ansprechpartnern wiederum sind auf bestimmten Social-Media-Kanälen überhaupt zur Verfügung? Und welche davon sind da nicht zur Verfügung? Ja, so dass ich letztendlich dort auch Akquise machen kann. Und so baue ich mir eine hochpräzisierte Akquise-Liste zusammen, ja, und gleichzeitig meine Target-Liste sozusagen. Und dann matche ich das mit meiner hochgradig Spitzenpositionierung. Und dadurch ergibt sich eben der, sagen wir mal, die geringstmögliche Reibung, ja, und Reibungsverluste und eben der höchste Output mit dem geringsten, proportional geringsten Input. Ja. Und jetzt kommt das Nächste. Und jetzt hier, das bis dahin, das sagen auch nochmal alle anderen, ja, also sozusagen, wie sie alle heißen, ja, ob das jetzt Dirkreuther ist, Pauli Consulting oder mehr Geschäft oder ich mehr, vielleicht viel mehr verfolge ich eigentlich gar nicht so richtig. Es gibt noch zig andere. Und da mache ich gerne noch mal ein Video dazu. Das sagen auch alle anderen. Ja? Das ist jetzt nichts wirklich was anderes, was ich hier sage, was jetzt auch alle meine Mitbewerber sagen sozusagen. Aber jetzt kommt's. Alle meine Mitbewerber werden weniger sagen, okay, wir leben im Zeitalter des Jahr 2023. Fast schon 2024. Wir leben im Zeitalter der KI. Wir leben im Zeitalter von, wo sich letztendlich Google Ads und YouTube Ads und so weiter sind gerade dabei, sich quasi komplett zu revolutionieren. Ja, also die Plattform wurde, glaube ich, schon in den letzten 12 Monaten, ich glaube, 2 Mal verändert von der User Interface, aber auch von den Möglichkeiten, wie du Anzeigen schalten kannst. Es kommt ständig was Neues. Das gleiche gilt auch für Facebook und LinkedIn nicht so, aber ja, so die Hauptdinger und die Algorithmen ändern sich permanent und so weiter. Das ist letztendlich da, wo die Musik ist. Ja? Also ich kann dir jetzt, also so manch ein anderer Coach und Consultant sagt jetzt, okay, ich kann dir jetzt hier versprechen, dass du innerhalb, weil du magst jetzt vielleicht denken, okay, wie lange dauert es denn jetzt, halt, ja, dass ich hier meine ersten Resultate mache. Ja? Also ich kann dir ganz offen sagen, unsere Programme, die wir mit unseren Kunden machen, die dauern in der Regel immer Minimum 6 Monate, weil alles, was darunter ist, macht eigentlich gar keinen Sinn, weil du halt einfach einen gewissen Timeframe auch mitbringen muss, ja, um letztendlich hier eine Substanz zu erzeugen, eine statistische Relevanz zu erzeugen von den Dingen, Maßnahmen, die du machst, die Daten, die du sammelst, die Feedbacks und so weiter und so weiter. Viele der Sales-Zyklen, wo wir hauptsächlich auch im B2B sind, also nur im B2B, aber auch im High-End-B2B, sind halt auch etwas länger. Ja, das heißt, manchmal wird auch innerhalb von 14 Tagen was gekauft, aber manchmal eben dauert es auch ein paar Wochen oder Monate, ja. Und deswegen ist der Timeline von der Zusammenarbeit, die wir mit unseren Kunden anstreben, in der Regel immer Minimum 6 Monate, idealerweise 12 und dann eben auch mit Verlängerungsoptionen. Und das macht auch durchaus Sinn. Ja? Und in dem Zusammenhang sagen aber und versprechen viele, okay, mach das Ganze jetzt mit, stoß das Ganze an mit OM, also Online-Marketing. Ja, und dann gibt es dort in der Regel Programme, Coachings, Kurse und alles Mögliche drum und dran. Facebook-Online-Kurse, ja, die quasi, wenn sie released werden, ja, schon wieder out of date sind. Ja. Das gleiche gilt für Google-Online-Kurse. Ja.
Ich habe selber mal in den letzten Monaten, Jahren versucht, einen Google Ads Online-Kurs zu erstellen, so nebenbei, ja, also nicht dediziert jemand, der 12 Stunden am Tag nur daran arbeitet. Als ich dann irgendwie drei Viertel damit fertig war, war alles schon wieder, als ich zu 75% der Erstellung des Kurses, des Google Ads Kurses fertig war, waren mehr als 60% von den Videos, die ich gedreht habe, schon wieder out of date. Ja. Da war gerade die Phase, wo vieles umgestellt wurde mit Google Max und whatever. You know. So, also das ist halt einfach so schnelllebig, ja, ist der absolute Wahnsinn. Und hier gibt es aber einen ganz großen Nachteil. Ja. Und deswegen würde ich dir ganz konkret hiervon abraten. Ja. Und zwar hier nur mit dem absoluten Minimum arbeiten, um letztendlich deine ersten 250.000 als neu gegründete GmbH zu machen, würde ich dir von dem ganzen Online-Marketing komplett abraten. Warum? Weil alles, was du, sobald du ins Online-Marketing rausgehst, ja, Online-Marketing bedeutet Transparenz gegenüber deiner Konkurrenz. Und das muss dir wirklich klar sein, das kann ich nicht stark genug betonen. Sobald du mit deiner neuen Idee, spitze Positionierung, alles, was du dir erarbeitet hast, ja, in gemeinsamer Zusammenarbeit, eventuell auch mit uns oder irgendwelchen anderen Consultants und Coaches und Beratern, alles, was du dir erarbeitet hast, sobald du in die Sichtbarkeit gehst, ins Internet, ja, ist deine Transparenz gegenüber deiner Konkurrenz, ja, nahezu 100%. Warum? Jede Google-Werbung, jede Ad, jede YouTube-Ad kann ich irgendwo hacken, ja. Jede Facebook-Ad, da gibt's Marketplaces und so weiter, kann ich reinschauen, kann ich genau schauen, okay, wer bucht welche Ad. Dann gibt's sogar Software und Tools, die mir sofort sagen, okay, welcher Mitbewerber hat jetzt eine neue Ad gepostet, kann dann sofort reinschauen, mir das checken, kann das abändern und so weiter. Und jetzt ist es eben so, dass du quasi in dieser Phase, und ich rede jetzt zu dir als jemand, der sich in der Phase befindet, okay, ich habe mir gerade eben was neu gegründet, ich habe mir 50.000, 60.000 Euro, in der Regel sind es immer 50.000, 60.000 Euro, habe ich mir zusammengespart, davon habe ich jetzt schon mal 25.000 Euro in die GmbH eingezahlt, 25.000 Euro habe ich noch übrig, die möchte ich jetzt gerne in Vertrieb und Marketing investieren, auf die nächsten 6 Monate, ist ein bisschen wenig, also ich würde eher sagen, leg noch mal ein bisschen was oben drauf, aber es ist schon mal besser wie gar nichts. Selbst, sagen wir mal, okay, sagen wir mal großzügig, sagen wir mal, du hast 100.000 Euro gespart, willst du richtig mal richtig Gas geben, hast eine richtig gute Positionierung, eine richtig gute Idee, richtig gutes Skillset, ja, bist ein richtig guter Programmierer und du kannst locker aus 50.000 250.000 machen, du kannst aber auch locker aus 100.000 eine 500.000 machen. Das ist alles möglich, nur natürlich kann ich jetzt nicht, weil das ist ja ein YouTube-Video hier, ja, und kein Erst-zu-Erst-1-zu-1-Gespräch, also da bitte bei uns eine Consulting-Session unbedingt buchen. Deswegen kann ich jetzt nicht in dich reinschauen, ich weiß nicht genau, was bei dir tatsächlich los ist. Ich rede hier quasi one-to-many hier auf YouTube, das muss dir ja klar sein. Aber wenn du dich hier angesprochen fühlst, hol unbedingt eine Strategie-Session, ja. Aber so, Pi mal Daumen, um den Dreh rum ist es auf jeden Fall möglich, aus 50, 250 zu machen, aus 100, 500.000. Aber letztendlich ist es sogar relativ einfach. Ja? Wahrscheinlich einfacher als wie in vielen anderen Bereichen. Du kannst dann damit rechnen, dass du eine Marge hast von zwischen alles, je nachdem auch wieder, wie du aufgestellt bist, ja, wo du deine Leute herholst und so weiter. Also das sind alles Details, die kann ich dir nicht versprechen, aber du kannst durchaus eine Marge haben bis zu 30%. Ja. Und nur mal so nebenbei bemerkt. Ja. Also ein Geschäftsführergehalt 500.000, wenn du 100.000 investierst, kriegst du 500.000 zurück, 30% davon sind 150.000. Also letztendlich bleiben dir dann mehr oder weniger 15.000 ungefähr im Monat, ja, vor Steuern und damit kann man dann schon mal auch gut leben oder beziehungsweise weiter investieren und weitermachen. Also das ist so ungefähr der Ding, was wir hier mit anstreben in unseren Kunden, die sich in dieser Position befinden. Aber der ganz große Nachteil ist, wenn du hier von der ersten Stunde an, das ist, was alle anderen Coaches und Berater dir ständig predigen,
Online-Werbung, Online-Werbung, Online-Werbung. Ja, manche sagen Google-Ads, manche sagen Facebook-Ads, manche sagen LinkedIn-Ads, ist scheißegal, was es ist. Ja. Das kann alles, wird alles gesichtet werden. Besonders, muss ich mal wirklich betonen hier, besonders aktuell, wo wir uns in so einer rezessiven Phase befinden, nicht unbedingt in der IT-Branche, aber generell, ja, es wird immer ein bisschen härter, immer ein bisschen härter, Immobilien, ja, so ein bisschen crashen und überhaupt insgesamt, das ganze Markt finde ich so ein bisschen seltsam. Das kann noch 2-3 Jahre so, es ist eigentlich eine Rezession bei uns in Deutschland, ist ja auch komplett überfällig. Und jetzt hechten sich wirklich alle auf das, was noch irgendwo Geld hat und Geld verdient. Ja? Jedes Business, das noch nicht ausgewandert ist sozusagen aus Deutschland. Und es wird immer heftiger. Ja? Also diejenigen, die sich jetzt irgendwo auf was ganz Spezielles positioniert haben, machen jetzt plötzlich auch irgendwie, ja, die jetzt immer nur Zahnärzte gearbeitet haben, machen jetzt plötzlich auch noch was anderes. Ja? Irgendwie noch Kinderärzte oder was weiß ich. Ja? Und so weiter und so weiter. Jeder ist am Hämmern und am Machen und am Meißeln, dass er quasi durch die Talsohle durchgeht, ja, die da auf uns wartet, vielleicht noch, vielleicht auch nicht, wer weiß es. Aber man merkt schon, es ist ein ziemlich starker Druck auf dem Markt. Und deswegen kannst du mir eines glauben, sobald du, mal angenommen, wir arbeiten jetzt gemeinsam, sagen wir auch nur in meinem Workshop, ja, bei uns kann man sich auch einen 2-stündigen oder 4-stündigen Workshop einfach buchen, ja, ohne eine langfristige Zusammenarbeit, ist auch möglich, einfach hierzu einfach mal einen Call buchen. Und du hast das Ganze jetzt erarbeitet und jetzt gehst du raus, investierst jetzt deine 50.000 Euro in Online-Marketing, dann wirst du sofort identifiziert, ja, dann leuchten sofort überall in diesen ganzen Hubspots und irgendwelchen Marketing-Tools und alles Mögliche, leuchten sofort deine, neuer Typ am Markt, ja. Und will hier deinen Dienstleister, und das ist die Ad, die er macht, und das ist die Positionierung, die er hat. Und dann wirst du sofort identifiziert, analysiert und sehr smart häufig auch kopiert. Ja? Davon kannst du sehr stark ausgehen, ja? Wirklich zu 100%. Wenn da irgendwas drin ist, was, und das wird sehr werthaltig sein, was wir da gemeinsam ausgearbeitet haben, was die recyceln können, was die reverse engineeren können und dann für sich selber benutzen oder für ihre Kunden, ja? Dann werden die das tun. Nur mit dem einen Unterschied, dass die nicht so wie du 50.000 Euro bis 100.000 Euro im Jahr, das sind in der Regel so die Kunden, die mit uns anfangen zu arbeiten, Budget, ja, nein, die haben, achso, das hätte ich lieber stehen lassen sollen, bei denen geht es bei 100.000 im Monat los, ja. Wenn die was gefunden haben, ja, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, Positionierung, Funnel, irgendwas, was funktioniert, wo du 1 Euro ausgibst, kriegst 1,50 zurück oder 2 oder 3. Wenn die was gefunden haben, was sie kopieren können, reverse engineeren, kopieren, analysieren und so weiter und sich für sich verwenden, sozusagen eine Marktnische, die sie für sich selber besetzen können, dann machen die per Knopfdruck, ja, fangen die größer gleich 100.000 im Monat Werbebudget. Bedeutet, du wirst komplett platt gemacht. Du kommst gar nicht erst zum Atmen. Also bevor dein Jahr mit den 250.000, die du dir als Ziel gesetzt hast, vorbei ist, ja, bist du schon wieder vom Markt weg. Ja? Die Gefahr besteht und die ist real. Ja? Und deswegen würde ich dir Folgendes empfehlen. Vergiss dieses ganze Online-Marketing hier. Das habe ich eh schon durchgestrichen. Und mach am Anfang, bis du mal eine gewisse Größe hast, so 2-3 Millionen Euro verdienst im Jahr, sodass du letztendlich selber dieses Budget hast und mithalten kannst mit den größeren Mitbewerbern, die da schon drauf warten und ja, was gibt's denn Neues, was könnten wir denn hier hacken, welchen Funnel könnten wir hacken, welche Werbe-Ad könnten wir kopieren und analysieren und graben rum im Internet und so weiter. Die haben teilweise da Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Davon kannst du wirklich ausgehen, besonders aktuell, wo der Marktdruck sehr hoch ist und vielleicht sogar noch höher wird in Zukunft, ja, dass du sagst, okay, wir machen hier erstmal nur, wir fokussieren uns hier auf direkt Marketing, ja, und Vertrieb. Und auf den sogenannten Minimum
auf dem MVP, auf dem Minimum Visual Presence, ja, Faktor. Das heißt, klar brauchst du eine gewisse Präsenz im Markt, also du brauchst eine Webseite, würde ich mal sagen. Warum? Weil wenn wir hier im Direktcall sind, Kaltakquise, egal was, ja, Direct Messaging, alles, was letztendlich nicht, also alles, was du sozusagen im Verborgenen machen kannst, hinter den Kulissen, also Direktmarketing über diverse Plattformen, egal was es ist, Instagram, egal was, ja, LinkedIn und so weiter, und letztendlich über Telefon, über Direct Messaging, über E-Mails, ja, meinetwegen auch über Vorortbesuche, ja, alles, was letztendlich nicht über diese typischen Online-Marketing-Plattformen gehackt werden kann, ja, systematisch über Software. Das ist ja nicht nur, dass da Leute sitzen und sich 100.000 Werbeanzeigen anschauen, sondern das ist ja systematisiert über diverse Software. Da gibt es Tools, da zahlst du ein paar hundert Euro im Monat und dann kannst du dir sämtliche Ads in deiner Nische, Branche, was auch immer, permanent analysieren lassen und sofort wieder schauen, okay, wie kann ich jetzt das hijacken. Ja? Und ganz unter uns gesagt, die ganzen Social-Media-Plattformen inklusive Google und so weiter sind ja darauf aus,